Hallo zusammen, ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Und zwar Produkte, die ich über ein paar Monate aufgebraucht habe, die mir eventuell gefallen haben oder nicht gefallen werden. Also werde ich definitiv eine Review dazu geben und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich beginne mit dem Batiste Trockenshampoo in der Richtung Tropical, Coconut and Exotic. Ich finde Batiste einfach das beste Trockenshampoo, was es gibt. Ich habe ganz viele ausprobiert, von Swissopair bis Balea und das mit dem Seepferdchen und Aquamarine heißt es, glaube ich. Definitiv ist das das Beste. Die farbigen habe ich ehrlich gesagt von dieser Reihe nicht ausprobiert, weil mir das bei Balea so war, als ich das farbige hatte, dass es wirklich abgefärbt hat und dann hatte ich an den Fingern eben dieses bräunliche, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Gut, man hat ein bisschen weißen Schleier drinnen, man kann das aber sehr gut einmassieren, dann ist es weg. Deswegen ist es definitiv ein Produkt, was ich weiterempfehlen würde. Dann habe ich hier ein Duschgel von Sexy Skin, Pure Energy. Das habe ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch erhältlich ist. Das stand jahrelang oder halt jahrelang, also eine lange Zeit hier oben in dem Körbchen, wo meine Produkte sind. Wie zum Beispiel Duschgel, die ich so ein bisschen als Deko verwende. Und später, wenn das eine im Bad leer ist, tue ich das nächste ins Bad. Und das war halt dann diesmal dieses hier dran. Das riecht nach Orangen. Und ich würde es nicht empfehlen, falls es zum Kaufen gibt, weil ich finde, das ist einfach, weil ich glaube, es ist gar nicht mal so billig gewesen, dass es gar nicht für den Preis wert ist. Zudem schäumt es nicht so gut und der Geruch ist nur in der Dusche vorne und dann nicht mal stark und nach der Dusche auf der Haut riecht man es überhaupt nicht mehr. Gefällt mir also nicht. Danach habe ich eine Hydromaske von Luvos. Ist eine Naturkosmetik und ja, die soll Feuchtigkeit spenden. Ja, sie lässt sich gut aufteilen. Das ist, glaube ich, ein Probepäckchen gewesen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und sieht ein bisschen aus, als hättest du tonnenweise Make-up im Gesicht, wenn du das aufgetragen hast. Aber mir persönlich hat es nicht gefallen, weil ich nicht wirklich gesehen habe, dass meine Haut wirklich mit Feuchtigkeit durchflossen worden ist. Da würde ich lieber Tuchmasken empfehlen und das war also auch nichts für mich. Dann, also zu Naturkosmetik sei schon. Zur dekorativen Kosmetik kommen wir auch noch, aber ich dachte, ich muss erstmal die großen Produkte wegarbeiten. Das ist jetzt ein Shampoo von Golden Curl. Das ist eine Marke, die kommt aus England und ich habe von dort meinen Glätteisen und meinen Lockenstab bestellt. Beziehungsweise ich habe sie von dort gekauft und dann hat man als Geschenk dazu ein Shampoo und eine Spülung bekommen. Die Spülung fand ich recht gut, aber das Shampoo überhaupt nicht. Vor allem, das kostet 16 Euro, wenn man das so selber nachkaufen würde. Und dafür finde ich, der Geruch war ziemlich männlich. Es war eine gelartige Konsistenz und war bläulich, hat aber mir persönlich nicht so gefallen, hat nicht geschäumt. Und ja, also da würde ich lieber einfach ein ganz normales Drogerie-Shampoo benutzen, als wie jetzt das teure Shampoo von Golden Curl. Dann habe ich aufgebraucht vom BB die Intensivpflege für trockene Haut. Ich habe jetzt nicht unbedingt speziell trockene Haut, ich habe eher Mischhaut, aber ich habe jetzt die für trockene Haut probiert, für Mischhaut, für empfindliche Haut. Also ich habe wirklich so ziemlich jede Reihe davon ausprobiert und habe nicht wirklich einen Unterschied zwischen denen gesehen. Daher, aber also für zwischen, also ich kann sie schon empfehlen, aber jetzt nicht diejenigen, die meinen, ich brauche eine wirklich starke Pflege, ich brauche etwas Reichhaltiges, dafür ist es definitiv nicht. Es ist eine ganz einfache Creme. Dann, das ist jetzt eine neue Packung, die alte Packung habe ich weggeschmissen und zwar ist es die Nivea Anti-Aging Handcreme für trockene Hände mit Kuzin und UV-Filter. Ich finde den Geruch von Nivea sehr, sehr gut, mir gefällt das, die zieht sehr schön ein, finde, pflegt die Hände und kann ich empfehlen. Dann kommen wir jetzt zur dekorativen Kosmetik und zwar, das habe ich jetzt nicht ganz aufgebraucht. Das ist ein PCM Define Perfection Mousse Make-up in der Farbe 025. Also ich habe es probiert auszubrauchen, also da ist noch was drin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch aufbrauchen werde. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich eher der Liquid-Typ bin, also mit flüssigem Make-up arbeitet. Aber
Ich dachte, ich probiere es mal aus. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Backup davon, weil meine Schwägerin mir das mal geschenkt hatte. Jedenfalls, ja, es mattiert. Es ist ein Mousse. Wann ist ein Mousse eigentlich nicht mattieren, weil da ziemlich viele Butterpartikel drinnen sind. Aber es setzt sich sehr, sehr schlimm auf trockene Stellen ab, in den Falten. Und man braucht extrem viel Produkt, bis man das ganze Gesicht bedeckt hat damit. Deswegen würde ich es jetzt nicht weiterempfehlen. Dann einen Liquid Eyeliner von Essence. Den würde ich immer und immer und immer wieder nachkaufen. Ich finde, das ist der beste Eyeliner, den es gibt. Den gibt es auch in Wasserfest. Ich habe beide. Den Wasserfesten verwende ich eher so an besonderen Tagen oder an heißen Tagen, weil ich meine, okay, es könnte ein bisschen schwierig sein, dass mein Eyeliner hält. Aber ansonsten verwende ich immer den normalen, weil es mir ein bisschen blöd ist, einen wasserfesten Eyeliner abzuschminken am Abend. Und der hat einen Pinselapplikator. Das ist jetzt der neue, den alten habe ich weggeschmissen. Der hat hier so einen Pinselapplikator, mit dem kann man schöne feine Striche ziehen, wie ich finde. Und kann ich definitiv weiterempfehlen. Dann, wovon viele geredet haben, war das der Löscher von Maybelline in der Farbe 01 Light. Es gibt ja zwei Farben, einmal 03 Fair und 01 Light. Meistens ist Fair ja heller, aber ich habe es mal verglichen. 01 Light ist gelbstichig und 03 Fair ist rosastichig. Also falls euch jetzt interessiert hat, was der Unterschied ist zwischen den beiden. Es war ja ein ziemlich großer Hype um dieses Produkt, dass es ja wirklich wundervoll bringen soll und es extrem gut deckt und bla bla bla. Ich muss sagen, dieses Schwämmchen hier oben ist wirklich super. Also vom Auftragen her fühlt sich das sehr, sehr schön an. Es ist angenehm, man kann es gut verteilen. Ich finde nicht, dass es so eine starke Deckkraft hat. Es ist eher für mich eine mittlere Deckkraft, vielleicht sogar eine leichte, eine mittlere Deckkraft, sagen wir mal. Und ja, ich kann es aus dem Grund nicht empfehlen, weil ich finde 12 Euro für einen Drogerie-Concealer ist zu viel. Dann habe ich einen Concealer von Max Factor und zwar ist es der Master Touch Under Eye Concealer. Der hat hier so ein Applikator, wo man dann so drehen kann. Was ich an dem anderen auch sehr gut finde, dass man das hier unten drehen kann und dann das Produkt nach oben geschoben wird. So verliert man kein Produkt und das wirkt wirklich super. Aber diesen Applikator finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich finde den einfach zu hart, um den unter den Augen aufzutragen. Von der Konsistenz, ja, ist okay. Aber für den Preis finde ich es ehrlich gesagt auch zu teuer. Ich glaube, der kostet auch 12 Euro oder sowas um den Dreh. Dann habe ich mein geliebtes Make-up von Isadore in der Farbe 19, Ivory Beige. Das ist ein Lift and Coverage. Ich glaube, es war ein Anti-Aging für Feuchtigkeitsspenden. Wobei ich ölige Haut habe, wie gesagt. Aber für mich hat es super funktioniert. Es war sehr gelbstichig. Hat sich super verteilt. Hat eine tolle Deckkraft. Hat sich nicht in den Falten abgesetzt. Das war, glaube ich, das beste Make-up, was ich je in meinem Leben probiert habe. Leider gibt es das so nicht mehr. Ich habe ja in meinem Drogerie-Haul das andere von Isadora bestellt, das Hydra, bla bla bla. Da bin ich noch am Testen, ich bin noch zwiegespalten. Ich werde euch aber berichten, wie ich es dann finden werde. Und ja, ich habe das so gut gefunden, dass ich es sogar aufgeschnitten habe und wirklich das letzte Stück herausgekramt habe. Wenn es geben würde, würde ich es definitiv weiterempfehlen. Dann habe ich noch einen Concealer. Und zwar ist es der von Catrice Liquid Camouflage in der Farbe 010 Porcelain. Ich bin zwiegespalten, was das betrifft. Viele hypen den ja so super, der ist ja super, der hat eine tolle Deckkraft und bla bla bla. Ich finde die Farbe ganz gut. Ich finde die Deckkraft auch nicht schlecht. Aber ich finde, der hält nicht über den Tag so gut an. Also auch wenn ich gebaked habe, finde ich den jetzt nicht so hammer. Also ist nicht schlecht für den Drogerie-Concealer, finde ich ihn echt gut. Ich würde ihn, denke ich, auch nochmal kaufen, weil ich für mich selber noch nicht den perfekten Concealer gefunden habe. Aber ich habe momentan ein paar Concealer, die will ich erstmal ausprobieren. Und wenn ich dann merke, okay, zwischen denen war der am besten, würde ich mir den weiter kaufen. Dann habe ich einen Catrice Allround Cover Stick in der Farbe 03 Sand. Der ist komplett aufgebraucht, wie man sehen kann. Also da ist nichts mehr drin. Das ist ein Abdeckstift. Den habe ich verwendet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Grün korrigiert habe in meinem Gesicht. Und dann habe ich dann, um das Grün auf das Make-up vorzubereiten, nochmal mit einem Coverstick habe ich ein bisschen rübergegangen. Von der Farbe her hat es super gut gepasst. Es ist sehr schön cremig.
Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal kaufen würde, weil ich finde, dass da der eben so cremig ist, dass der die Deckkraft nicht hält. Also der verschmiert dann so leicht. Und als letztes, man kann gar nichts mehr sehen, weil er einfach nur noch so klein ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Augenbrauenstift von Catrice war. Ich glaube in der Farbe 02. Man sieht leider überhaupt nichts mehr. Der hatte hier hinten so ein Bürstchen. Das Bürstchen ist jetzt auch nichts Besonderes, also gar nicht so super wie die anderen. Ich finde, von der Farbabgabe her war es okay. Die Mine war etwas nicht so weich. Also eigentlich okay für einen Augenbrauenstift. Aber ich finde, der ist ziemlich schnell gegangen, weil man so viel Produkt gebraucht hat, um die Augenbrauen auszufüllen. Und dann war auch, glaube ich, die Mine auch hier irgendwo dann mal leer. Das ist ja komplett leer, das Teil da drinnen. Das habe ich nicht gedacht. Habe mich immer gewundert, was eigentlich passiert, wenn man das Teil so runtergespitzt hat. Ja. So, dann wäre ich fertig mit meinem Aufgebraucht-Video. Es kann sein, dass Produkte, die mir nicht gefallen, euch gefallen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren sagen, wie ihr die Produkte selber findet, wie ihr sie, ob ihr sie vielleicht ausgetestet habt, ob ihr mir eventuell einen Concealer empfehlen könntet aus der Drogerie, die ihr persönlich gut findet. Und dann sehen wir uns auch bis zum nächsten Video. Das war es auch. Bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.